Ich weiß ja nicht, aber das Moos auf dem Stein hier vorne sieht ein bisschen verdächtig aus. Das hier vorne. Da oben auf dem Stein drauf. Ein bisschen sehr, sehr verdächtig. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu Mario und Rabbids Kingdom Battle. Im letzten Part haben wir die ganzen Münzen hier kreiert. Ja, alles unsere Münzen, haben wir alles selber gemacht. War super. Ja. Und ich habe eine Menge gehustet. Sorry nochmal dafür. Heute begeben wir uns weiter in Welt 3-7. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder gibt es hier irgendwas zum Anklicken? Nee. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. So viele Möglichkeiten, was hinzupacken, aber keine genaue. Aha. Anhaltspunkte. Bah. Und was ist, wenn sie die fangen? Oh. Rabbits, die auf Glühwürmchen starren. Okay. Na, zumindest ist es nicht mehr so ekelhaft hier wie unten beim Sumpf. Du meine Güte, seht mal hoch. Es sieht nicht nur gruseliger aus, es klingt nun auch schrecklich. Nun, ich glaube nicht, dass es uns auf eine heiße Schokolade und Kuchen einlädt. Das wäre in einer anderen Welt besser gewesen. Da war es mich kalt. Ich denke vielmehr, dass es uns genau zum Gegenteil einlädt, was auch immer das sein mag. Ich habe das Gefühl, es beobachtet uns und wartet ab, während es an Stärke gewinnt. Ein Grund mehr, so schnell wie möglich zu Herrn Tom Fun zu gehen. Tom Fun. Fun. Ihr wisst schon. Das Ding ist aber nicht gerade nett. Also, das Portal da oben. Liebe macht blind. Oh. Wir werden uns natürlich auch Karte mal anschauen müssen nach der Welt. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Yay. Wände, die nach oben gehen, die man ganz gut erkennen kann. Okay. Mehr Münzen? Noch mehr Münzen? Eine Röhre? Okay. Und eine Statue. Meine. War der richtige Weg sogar. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. Machen erstmal hier den Weg auf. Denn wir müssen den grünen nehmen, um in das 7. Level zu kommen. Das heißt, mal ein bisschen außen rumlaufen hier. Nicht da rein. Oh, was für ein großer Dornbusch. Hoffen wir mal, dass wir uns da später nicht noch hochkämpfen müssen. Durchkämpfen müssen. Das Ding hat Ketten angelegt bekommen. Also, what? Was zum Teufel? Wer legt bitte eine Dornranke Ketten an? Also, das ist echt ein bisschen makaber. Turm zu Brabble. Wirklich? Meine Güte. Brabel. Ach, Leute. Diese Entwickler, ne? Total bekloppt in die Birne. Total bekloppt. Total Panne. Na gut, wir kommen nicht dadurch. Wir kommen nicht dadurch. Ich meine, wir kämen hier durch. Aber es bringt uns so gut wie nichts. Außer den Rückweg. Oder den Weg hier hoch. Und da vorne haben wir nicht die Fähigkeiten für. So wie es aussieht. Na dann. Mal hier rüber. Einmal darüber. Einmal darunter. Zur Statue. Ist gut, du kleine Wand, du. Wir wissen, dass du uns nicht durchlassen willst. Und wir respektieren deine Entscheidung. So, das war die zweite Statue. Das Ding macht mir irgendwie Angst. Ich weiß nicht, aber die Statue ist irgendwo nicht so heimelig.
Ich komme dann nur durch, wenn ich den die neue Fähigkeit gelernt habe. Okay. Auch nicht schlecht. So, wo ist die Statue? Also wir kommen hier nicht hoch. Der einzige Weg, den es gibt da hoch, ist irgendwo von hier hinten. Anscheinend. Beziehungsweise ist es der Rückweg, den wir mal gehen müssen. Weil da ist die Statue und die Statue packen sich am Anfang hin, das weiß ich. Das heißt, wir müssen irgendwo hier hinten rum. Genau. Wir können jetzt hier hoch, aber bringt uns gar nichts. Wir müssen nämlich den Weg ein bisschen folgen. Für ein paar Powerkugeln. Sehr schick, damit kommen wir unserem Ziel noch ein bisschen näher. Unsere Charaktere so ziemlich overpower zu machen, wie es geht. So, dann müssen wir mal hier rum, einmal da rum, einmal hier runter. Zack. Das dauert manchmal ein bisschen, da durchzukommen. Dann einmal hier drauflegen. Und den Weg geöffnet. Gut. Dann, bevor wir da reingehen. Ich bin gemein. Gehen wir kurz in die Fertigkeitenkiste. Und verteilen einmal Punkte an Mario, wenn nicht schlecht. Jedoch soll er mehr Schaden mit seiner Heldensicht machen. Wobei, ich muss langsam mal ein bisschen auf KP gehen. Also bei manchen Charakteren merke ich einfach, wie die KP brauchen. Zum Beispiel Rabbit Peach, Rabbit Luigi bräuchte mehr KP. Genauso bräuchte Luigi mehr KP. Aber bei dem muss ich sowieso investieren auf EKP, weil er hat echt sau wenig. Die beiden Peaches haben eine Menge KP. Und ja, mit Mario nehme ich an irgendwie mit. Nee, die ist ja irgendwo so langweilig, Typ. Ich muss auf jeden Fall hier unseren Rabbit noch ein bisschen verballern. Verbessern, unser Rabbit Yoshi. Der muss ein bisschen mehr laufen können. Viel mehr laufen eigentlich. Rabbit Yoshi in Kombination mit Luigi und der Fähigkeit von Luigi ist richtig, richtig overpowered. Die Leichtfußfähigkeit. Das wäre gar nicht mal so dumm. Das ist wirklich nicht dumm. Das Ding ist, Luigi hat momentan gar keine wirkliche Konstante in seinem Spiel. Also er sitzt nur da und snipe von da hinten irgendwo. Er kann mehr Schaden machen aus dem Hochsitzbereich. Er kann auch relativ weit gesprungen kommen. Aber momentan hat er halt keine irgendwo Konstante, dass man ihn großartig sagen könnte, hey, du, geh mal dahin und helf mir den Leuten. Deswegen würde ich sagen, ballern wir ihn einfach mal mega fett hoch, dass sie sagen, hey, mach mega Leichtfuß und den Cooldown auf einen Zug runtergesetzt. Dass wir unsere anderen Charaktere boosten können, dass sie ja irgendwo relativ weit laufen können. Klingt echt ein bisschen riskant. Deswegen gehe ich auch auf KP. Aber alles in allem, ja, er hat es irgendwo nötig. Und er kann es. Das wissen wir, er kann es. Und zwar richtig, richtig gut. Er ist nicht der Schadensausteiler. Okay, außer mit dem Snipergewehr, da macht er richtig schlau Schaden. Aber er kann einfach saugut hier Rabbit Yoshi unterstützen damit. Oh, das ist krass. Ja, gespannt. Vielleicht brauchen wir die ja im nächsten Kapitel. In 3-7. Jeder Schatz hat einen, hat seinen Stachel. Oh. Besiege alle Gegner. Wie viele sind's? 8? Oh. Da drüben sind ein paar. Da drüben ist einer. Ganz böse versteckt. Und 1, 2, 3 dicke.
Autsch. Ach, die haben die Superchance. Sie aktivieren auf jeden Fall ihre Super-Effekte. Lustigerweise haben die Valkyrien sogar mehr Leben als Dicken. Das ist interessant. Ah ne, sind die Verteidiger, ne? Ah, es sind nicht mal diese ganz normalen Typen. Gut, wie wäre die am besten hier die Kombination? Das Rabbit Luigi macht sowieso geilen Schaden auf die Typen hier hinten. Aber es sind so viele Gegner, dass ich eigentlich sagen müsste, ich muss Rabbit Yoshi mitnehmen. Dass sie alle irgendwo antitten kann hier. Antitten? Ankippen. Okay. Wir gehen mal eine komplett bescheuerte Route. Die komplett bescheuerte Route. Mario, aber nicht. Wir können ihn nicht auswechseln, das finde ich doof. Nebenbei bemerkt. Rabbit Yoshi und Rabbit Luigi. Hat Rabbit Luigi noch ein bisschen Punkte frei, die er irgendwo investieren könnte? Ah, nee, hat er nicht. Ja, puff. Hat er nicht. Na gut, kämpfen wir. Wir werden wahrscheinlich erstmal ein paar Runden hier warten müssen vorne. Beziehungsweise hoffen, dass sie halt nicht so weit laufen. Beziehungsweise können uns hier vorne hinstellen. Theoretisch. Nicht in Reichweite, genau. Dachte mir. Die haben jetzt keine großen Möglichkeiten, irgendwo zu nerven. Im großen Stile. Gott, dieser Yoshi schaut so bedeppert rein. Es gibt keine Möglichkeit, hier großartig wirklich übel zu nerven. Jedoch, wer weiß, ne? Also wir können nicht sicher sein, was sie jetzt machen werden. Und ich bin da auch ein bisschen unschlüssig, deswegen würde ich sagen, du machst dein Schild an. Gut, und Gegnerzug. So, werden die Teamsprung machen? Das ist die Frage. Eine Menge Teamsprünge können sie machen. Ja, sie können Teamsprung machen. Kritisch ins Abseits, obwohl er Schild hat. Wow. Gut. Da ist ein Dicker. Kritisch. Wow. Wirklich. Da muss ich sagen, Respekt. Respekt, dass er da wirklich das gemacht hat. Ah, die bleiben ein bisschen außer Reichweite. Oh, kein Teamsprung nach vorne. Ah, Hauptsache ins Gesicht natürlich. Und eine Valkyrie von da hinten, die sie versteckt hat. Die gibt auch nochmal ein Schild. Okay, das ist nicht so toll. Wir sollten uns verstecken. Wir sollten uns hier vorne hin verstecken. Puh. Wir kommen nicht in die Reichweite von denen rein. Wobei die jetzt auch ja nicht, ne? Die kommen auch nicht in unsere Reichweite. Das ist auch praktisch. Wow, 100% Trefferchance von hier? Wie? Ah, natürlich treffen wir nun die Mauer. Natürlich. Nee. Na gut. Versuchen wir unser Bestes, indem wir auf ihn hier drauf schießen. Vielleicht bekommen wir sogar einen Kreuz... Schlitzer Prock hin und dann machen wir alle zu Stein. Kein Stein. Schade. Auch wenn es ein bisschen gefährlich ist, ich werde hier vorne erstmal stehen bleiben. Mit Rabbit Yoshi hier hinten. Beziehungsweise, hier vielleicht? Hm.
Deren Schild kann man ja nicht wegmachen, ne? Schade eigentlich. Reichweite reicht auch nicht. Das reicht auch nicht. Oh, das ist nicht gut. Wir packen mal den Kleinen hier vorne hin. Damit der hier sich hier verstecken kann. Ich glaube, die wollen uns wirklich gerade beibringen, wir sollen mal ein bisschen warten. Und nicht allzu weit nach vorne preschen. Der trifft, wa? Nicht ganz, okay. Weil das ist gerade wirklich, wirklich unangenehm. Oh oh. Aua. Ist aber gut, dass wir Rabbit hier Luigi dabei haben. Oh. Autsch. Wirklich ein Sprung. Wirklich. Der mich gerade nicht gebraucht. Wirklich nicht gebraucht. Denn ich hätte jetzt gerne ein Dingens gehabt. Einen schönen Vampir-Run. Ja. Okay. Aber vielleicht bekommen wir den noch hin. Ja, wir bekommen den noch sogar hin. Sehr schön. Also auf den hier und auf den da. Mit Positionierung. Und das wird ein bisschen merkwürdig sein. Positionierung hier. Ja. Zack, einer. Zack, zwei. Heilt sich um 160. Da muss ich auf der Zunge zergehen lassen. 160 Schaden weggeheilt. So. Anschließend haben wir den hier weg. Und einmal den hier. Und einmal den hier. Und stellen ihn hier nach dort. Ja, nach da. Zack, zack und zack. Da kann sie auch nochmal gut 90 heilen. Und Mario. Wie weit sie gehen das Ding hier? Triff auf. Na, trifft ihn. Auch nicht schlecht. Kraftpaket. Wird dann einmal nicht allzu viel machen. Den hier kannst du umrempeln und dann einmal einen Sprung machen. Auf den hier. Und dich hier hinstellen. Zack. Noch ein bisschen Schaden. Geheilt. Hammer trifft beide und nimmt beide raus. Wahnsinn. Diese Reichweite von dem Hammer ist ja übel. Und dann so viele Münzen, die ich nie aufnehmen kann, weil die alle da rumliegen. Nein. Oh, das ist mies. Na gut, der Schwachmacher trifft so weit. Fast alle wichtigen hier sogar. Gut. Du kannst den Typen da hinten hoffentlich einmal... Ja, hoffentlich einmal schön zu Stein machen. Eieiei. Und kein Stein. Okay. Meh. Dann versuchen wir bei dem hier einmal. Stein? Stein. Gut. Hasenfuß brauchen wir nicht. Gegnerzug. Oh, er hat seinen Teamkollegen, glaube ich, ein bisschen... Oh, hat er den befreit damit? Aua. Unangenehm, dass das Stoß seine Fähigkeit, also das Stoß seine Fähigkeit ist. Die hat ihm gerade ziemlich den Arsch gerettet. Ja. Die hat ihm ziemlich gerade den Arsch gerettet. Und auch seinen Teamkollegen. Weil ich hätte ihn auf keinen Fall losgelassen. Ich hätte ihn nicht da losgelassen und er hätte uns jetzt auch Schaden angerichtet damit. Na gut, Zeit zu sterben für dich, Kollege. So, jetzt haben wir da vorne die Typen stehen. Genau in Reichweite für eigentlich ein Dingens, ne? Für den Raketenwerfer. Oder für den Supersprung von Mario. Zack. Zack.
Wenn man Rabbit Luigi nicht in einem Zug umhaut, der heilt sie wieder hoch. Das ist so richtig grausig. Richtig, richtig grausam. Gut, will ich den da angreifen? Ja, ne? Machen wir so. Aha. Schau mal einer an. Was haben wir denn da so Schönes? Ein Sprungdingen. Das ist doch gar nicht mal so dumm eigentlich. So, hiermit können wir auf jeden Fall den hier rausnehmen. Alternativ gehen wir auf den hier. Und springen dann einfach nach hier. Hinten. Zu dem hier. Der wird sich denken, what? Wo kommt der denn her? Und ich so, nur so, tja, mein Freund. Heldensicht, du wirst auf jeden Fall sterben. Und Mario wird deinen Kollegen nach vorne rausnehmen können. Hätte er getroffen. Hat er nicht. Hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. 92. Nicht gut. Nicht gut, dass es so wenig ist. Ein Mist, wir kommen noch nicht in die Reichweite in dem gerade rein. Erstmal Eierschale an. Jo. Bra, bra, bra. Und Multicancer einmal auf den hier. Zack, Stoß kritisch. Weg damit. Auf Wiedersehen. Goldener Treffer. AD. Sprungschaden ins Gesicht, aua. 230 hat er noch. Er bewegt sich einmal. Schaden ins Gesicht. Schaden ins Gesicht. Springt. Macht die Dinge kaputt. Von Rabbit Yoshi. Noch ein bisschen Sprungschaden auf Mario und abseits. Aua. Folgt dem Kollegen nicht. Und gibt uns die Möglichkeit, ihn hier vorne einfach umzurempeln, alle Münzen einzusammeln und den anderen auch noch umzurempeln zu 100%. Gut, haben wir geschafft. Schön. Schön, finde ich gut. Finde ich absolut gut. Ja. Absolut gut. So. Beziehungsweise machen wir es andersrum. Ist der kürzere Weg. So. GG. Das war ziemlich, ziemlich, knifflig, strategisch gesehen. Wirklich? Das soll man in 4 Zügen schaffen? Gott, verdammt, was? Das soll man in 4 Zügen schaffen. Ich meine, er hätte vielleicht funktionieren können. Hätte uns der Dicke nicht weggestoßen. Also, unseren Yoshi. Das war echt blöd. Oh. Okay. What? Ah, ich wollte schon sagen, das macht doch keinen Sinn. Kein Weg. Da unten ist eine Münze. Da ist die Münze. Und da ist die Kanone. Allerdings haben wir hier auch noch einen Weg. Außenrum. Komplett. Okay. Ein paar mehr Münzen hier. Ein Pilz da. Das ist der richtige Weg auf jeden Fall. Gut, ein bisschen Heilung. Kann nicht schaden. Eine Kanone. Zur Kiste. Klosterruinen. Und natürlich wollen wir noch zur Kanone da vorne für die Münzen. Sehr doof aus, wenn nicht. Ja. Gut. Alles eingesammelt. Dann schauen wir mal. 2 Dicke und ein Schild. Oha. Besiege 7 Gegner. Oh. Ich sehe aber nur 3 gerade. Das heißt, es werden ein paar Leute reinspawnen. Und das ist nicht so schön. Gerade mit den 2 Dicken hier. Boah, 340 Leben haben die. Hui, die Witzke, ey. Rabbit Luigi auf jeden Fall sehr gut.
Rabbit Yoshi hingegen eher nicht. Ich würde auch... ich würde auch eher sagen, wir machen ein rein Raserei-Team gerade. Und den Peach auch noch mit. Sie kann nebenbei heilen. Ist gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja. Vielleicht noch ein bisschen Teamradius erhöhen? Nee, brauchen wir nicht, oder? Vielleicht ein bisschen Leben erhöhen. Nee, sie hat genug Leben. Zumindest jetzt noch. Zumindest jetzt noch. Und es wird mich an dem Arsch kneifen, ich weiß das jetzt schon. Kämpfen wir. Gut. Unser erstes Problem. Willkommen nicht in die Reichweite von dem Typen. Hätte vielleicht Yoshi mitnehmen sollen. Nicht Yoshi, wer ist er noch? Luigi. Na gut. Wie weit kommen denn die Dicken? Taktikkamera. Bewegung. Die kommen beide genau gleich. Und zwar genau auf die Position, wo der hier steht. Also können sie noch einen weiter angreifen. Bis hierhin. Also sie kann auf den drauf springen ohne Probleme. Ist nur die Frage, will ich das? Ich meine, ich kann jetzt hier ohne Probleme ihn hier hinstellen. Ja. Und sagen, hier kriegst du einen schönen Blaster ins Gesicht. Aber das mal einbringt das uns nicht so weit. Bringt uns gar nichts eigentlich, ne? Wenn man darüber nachdenkt. Aber wir können von der Seite umhauen. Das sollte funktionieren. Das sollte funktionieren. Ja. Auf Wiedersehen. Jetzt abseits auch noch. Er ist besiegt. Die Helden sich will ich nicht aktivieren. Das wäre ziemlich fatal, wenn wir es machen würden. Da würde Mario auf jeden Fall draufgehen in dem Zug. Aber wir können auch mal unsere Helden heilen. Ich frage mich auch, wohin die Röhre gerade führt. Wohin geht die? Die geht von hier bis nach... Wohin? Bis nach da hinten? Das war ganz schön bescheuert. Na dann schau mal kurz. Gegnerzug. So, die laufen beide nach da vorne. Die werden gleich beide sterben. Aufs Derbste. Ich wollte gerade sagen, der greift ja nicht Mario an, oder? es wäre sehr, sehr, sehr böse gewesen. Der und der. Jeweils 100, wie viel waren das? 60? Okay. Dann stellen wir noch nach hier. Na, wir stellen uns nach da. So, also wieder voll geheilt. Mit... dem hier können wir ihn angreifen. Ich glaube, da kommen wir noch nicht in Reichweite rein. Na, machen wir erstmal den hier. Schöne doppelte Raserei. Ah ne, auf einen geht das nur. Nee, okay. Dann haben wir Mario, der springt... Nein, der ist nicht in Reichweite zum Springen. Nö. Okay. Das ist doof. Er geht nach hier. Er geht einfach nach da, was soll's. Gut. Dann einmal mit Peach. Ja, sie wird schon wieder den Typen da treffen. Das gibt's gar nicht. Ich will nichts sagen, aber doof. Doof. Jetzt will man die Fähigkeit. Und nehmen den Typen hier raus. Zack, nochmal eine schöne Heilung. Praktisch die Heilung zu haben, ganz ehrlich. Sehr, sehr praktisch, aber nicht so gut. Er kommt genau. Er kommt sogar auf Reichweite von Peach. Okay, Prinzessin im Blick aktivieren.
Das kannst du schließlich auch in unserem Zug machen. Und dann aktivieren wir den hier. Stein. Gut, dann brauche ich den jetzt nicht angreifen. Brauche ich den jetzt wirklich nicht angreifen. Sonst hauen wir uns nämlich unseren Rabbit kaputt. Gegnerzug. Wäre es der letzte Zug, würde ich es eventuell sogar machen, aber jetzt nicht unbedingt jetzt am Anfang. Zumal sie uns gerade selber unseren eigenen... sie hat uns gerade einfach unseren eigenen Cover zerstört. Das ist aber nicht so nett. Unsere eigene Deckung. Das ist echt nicht gut. Das macht man normalerweise nicht. Gut. Natürlich erstmal ihm hier. Ihmchen. Er geht nach hierchen. Zack. Ein bisschen mehr Vampirschaden. Alles gut. Er ist geschützt. Fürs Erste. Aber nicht vor Mario. Der sich nebenbei dann außerdem einmal hier hinstellen wird. Machen wir es ein bisschen sicherer hier hin. Die Shotguns sind nicht allzu schlimm. Die Typen mit den großen, bösen Angriffen, die sind schlimm. Er hat sogar überlebt. Ist ja lustig. So, Peach stellt sich nach hier. Und ich habe die Befürchtung, wir werden gleich so weit kommen, dass die Gegner auf einer Seite spawnen werden. Zumindest einer noch. Das heißt, bevor was passiert, Protektor an. Und Gegnerzug. Wobei, will ich die Helden nicht aktivieren? Die können echt gefährlich werden für uns. Nee. Ihr habt zwei Dicke mit Sarg auf dem Rücken, das war zu erwarten. Aber die kommen ja lustigerweise nicht in die Reichweite rein. Aber wahrscheinlich genau in die Reichweite von unserem anderen Freund. Wow. Heldensicht? Ja, nee, das wäre ziemlich doof. Natürlich erstmal hier. Eins. Oder zwei. Ah, ist lustig. Ich muss wieder außen rumlaufen, anstatt beide einfach umzutreten. Machen wir so. Bewegen uns dann schon mal nach da vorne. Wir müssen noch von denen einen umhauen. Nach hier. Nicht allzu viel Schaden tatsächlich. Wie viel macht Mario damit? Wäre mal eine gute Frage eigentlich zu befüllen, ne? Erfüllen, befüllen. Zu fragen, wie viel Schaden macht er da mit dem Hammer? Weil sonst könnte ich ihn einfach hier vorne hinstellen und sagen, Hammer. So, ihr beiden, ne? Zeit für den Hydranten. War ein goldener Treffer bei. Sehr schön. Münzen. Ganz viele Münzen. Ich glaube nicht, dass sie in die Reichweite kommen werden. Allerdings kann es auch nicht schaden, einfach mal ein bisschen zu heilen. Wobei, die könnten durch die Röhre kommen, wenn sie schnell genug laufen. Halb so wild. Ein Schild und zwei Dinge. Okay. Geh nicht durch die Röhre. Ha. Na gut, ich lasse einfach mal in Reichweite kommen. Da macht nichts. Ist halt nichts falsch bei. Ja, dann haben wir natürlich gestoßen. Sauhund. Na gut. Rabbit Luigi, du wirst einmal hier alles umtreten. Ist die Frage, welchen nehmen wir raus? Ich würde sagen, den dicken. Den mit dem Schild.
Tja, er kommt nicht mal in Reichweite. Mario, du bist doof. Bist nicht mal in Reichweite von dem Typen, ey. Na gut. Mario. Zeit für den Sprung. Und stell dich nach da. Wäre für mich auch kein Problem, alle Gegner zu besiegen, ne? Das würde ich in dem Zug sogar hinkriegen. Aber anscheinend nein. Ha, und anscheinend muss man die auch alle genau in dem Zug besiegen. Also den einen. Okay. Jeder Schatz hat seinen Stachel. Verdammter Mist. Ganz ehrlich, das erste Level davon, das war richtig fies. Das war echt gemein. So viele Gegner. Boah. Und dann natürlich mit dem... Der eine Super-Effekt, der durchgekommen ist. Der hat mich ein bisschen... der hat meine Strategie ein bisschen umgehauen. Na gut. Aber das zweite Level war perfekt. Kann man nicht meckern. Und ich denke, im nächsten Part gehen wir dann zum achten Level. Dementsprechend, ich bin raus. Ich danke fürs Zuschauen. Ich sage wie immer, bis dahin. Ciao, ciao.